Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns in diesem Video die Grundlagen von HTML anschauen. Dabei soll es ganz praktisch werden, aber zunächst einmal möchte ich einen kleinen Ausblick auf das geben, wo wir am Ende dieses Tages hinwollen. Naja, nicht ganz, denn ein bisschen was kommt auch noch in der nächsten Woche. Hier haben wir nämlich ein HTML-Dokument vor uns, das auch ein gewisses Aussehen hat. Es ist schon mit einem Layout versehen worden. Ausrichtungen einzelner Elemente, Hintergrundfarben und so weiter. Um das Layout werden wir uns aber erst später kümmern, weil wir eben die Trennung von Form und Inhalt vornehmen wollen. In dieser Vorlesung schauen wir uns nur HTML in seiner puren Form an. Wir werden uns also nur um die Struktur der Dokumente kümmern und das Ganze noch nicht hübsch machen, also der Seite auch ein einigermaßen schönes Aussehen verpassen. Wir wollen erst einmal nur die Struktur dieses Dokuments abbilden. Das Ergebnis wird ganz schön hässlich aussehen, aber das ist der erste Schritt auf dem Weg, den ich uns vorgenommen habe. Wir hatten uns schon angesehen, dass wenn wir zu einem solchen HTML-Dokument die Kehrseite der Medaille betrachten, also wenn wir einmal hineingucken in dieses Dokument, um herauszufinden, wie das in seinem Innersten aussieht, dann finden wir dort eine solche Struktur. Diese Struktur zu verstehen und selber in ähnlicher Form für unsere eigenen Dokumente erzeugen zu können, ist das Ziel dieses und der folgenden Videos. Wir wollen diese Strukturen in ihren Grundzügen verstehen. Wir werden nicht alle Details von HTML hier behandeln können, sondern im Gegenteil nur einen winzigen Bruchteil kennenlernen. Aber alles Wichtige werden wir betrachten und vor allem wird das die Grundlage dafür legen, dass man sich den Rest, wenn man ihn denn später irgendwann einmal braucht, selber aneignen kann. Wir machen hier keinen HTML-Kurs, dafür gibt es gute Bücher und andere Quellen. Vorab einige Dinge, die ich in Panda für die Studierenden, die in unserer Lehrveranstaltung an der Universität Paderborn sitzen, auch schon angekündigt habe. Hier möchte ich dies für die Leute erwähnen, die vielleicht zufällig auf diese Videos gestoßen sind und keinen Zugriff auf das Panda-System unserer Universität und insbesondere die Materialien zu dieser Vorlesung haben, aber vielleicht trotzdem etwas von diesen Videos haben wollen. Diese Vorbereitungen sind sinnvoll, wenn man das Folgende selber nachvollziehen und nicht nur konsumieren will, wozu ich dringend raten würde. Dementsprechend würde ich empfehlen, das Video an dieser Stelle einmal zu pausieren, in Ruhe zu lesen und dann, nachdem die entsprechenden Installationen und Voreinstellungen vorgenommen wurden, hierhin zurückzukehren und es dann weiterzumachen. Nun soll es ganz praktisch werden, das heißt, wir werden jetzt HTML-Seiten selber erstellen. Dafür habe ich diese kleine Entwicklungsumgebung, kann man das nennen, aufgebaut. Das ist ein bisschen großer Begriff für das, was ich hier habe. Links haben wir den Editor, das ist in meinem Fall der Atom, weil ich auf einem Macintosh arbeite. Das könnte aber auch ein Notepad++ sein, wenn man unter Windows beispielsweise arbeitet. In dem Editor werden wir unsere Dokumente erstellen. Rechts sehen wir den Webbrowser, der zeigt im Moment eine Webseite an, die soll uns aber gar nicht weiter interessieren. Da werden wir dann gleich immer den aktuellen Arbeitsstand hineinladen und gucken, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Unten rechts haben wir einen Ordner, in dem wir unsere Dateien speichern werden. Den werden wir immer wieder aktualisieren, da werden wir unsere Dateien ablegen und ich würde auch euch raten, einen solchen Ordner bei euch irgendwo anzulegen, zum Beispiel auf dem Desktop oder aber in einem entsprechenden Unterordner bei euch auf der Festplatte. Wir wollen hier jetzt erst einmal Schritt für Schritt recht langsam vorgehen, werden dann aber später immer ein bisschen zügiger werden, wenn wir uns schon an gewisse Dinge gewöhnt haben. Wir wollen nun unsere allererste HTML-Seite erstellen. Dafür gehen wir in unseren Editor hinein und müssen hier als allererstes einmal dem Dokument bekannt geben, dass es sich um ein HTML-Dokument handelt. Das machen wir dadurch, dass wir hier diese komische Zeichenfolge hinschreiben, eine spitze Klammer auf und ein Ausrufezeichen und dann die Buchstaben Doctype und dahinter dann schreiben HTML. Hiermit geben wir also bekannt, dass es sich hier um ein Dokument vom Typ HTML handeln soll. Das ist einer dieser Standards, wie das festgelegt ist, eine Art Protokoll, wenn man so möchte, sodass unsere Browser oder generell unsere Dateisysteme, wenn sie hier hineingucken, unsere Computer, wenn sie hier hineingucken, feststellen können, um was für eine Art von Dokument handelt es sich. Das hatten wir im Zusammenhang mit dem Word-Dokument und auch bei dem kleinen Einblick hinter die Kulissen des HTML-Dokuments schon gesehen. Das ist also das allererste, was wir machen müssen. Keine Sorge, man muss diese Dinge nicht auswendig können. Wir werden da gleich noch drauf zu sprechen können, was kommen, wie man damit am geschicktesten umgeht. Dann beginnt das eigentliche HTML-Dokument. Wir führen jetzt also ein HTML-Element ein, das Element, das für ein HTML-Dokument steht. Und das ist immer das HTML, heißt dieses Element. Das steht immer in spitzen Klammern. Auch das hatten wir schon gesehen, ähnlich wie das bei dem XML-Dokument war, was unser Word-Dokument letztlich war. HTML also in die spitzen Klammern geschrieben und das bedeutet, dies ist eine Art Steuerzeichen gewissermaßen. Und es ist in der Regel so, dass Elemente hier in einem solchen Dokument geöffnet und wieder geschlossen werden. Das Schließen eines solchen Elements macht man ebenfalls mit demselben Tag, also diese Elemente, die wir hier haben, die in den spitzen Klammern stehen, nennt man Tags.
Und wir brauchen für unsere Elemente in der Regel ein öffnendes und ein schließendes Tag. Hier in diesem Fall also HTML. Das schließende Tag heißt immer genauso wie das öffnende Tag, hat aber diesen Schrägstrich davor. Und damit haben wir jetzt diese kleine Klammer hier gewissermaßen erstellt, wo hier in Zeile 2 das Dokument beginnt mit diesem HTML-Tag und hier mit dem schließenden HTML-Tag endet. Damit haben wir sozusagen schon mal den Anfang gemacht für das, was wir jetzt erstellen wollen. Und wir können diese Datei schon einmal speichern. Ich nenne sie einfach Vorlage.html. Als Dateiendung solltet ihr immer .html verwenden und wir werden gleich sehen, warum das interessant ist. Wir sehen hier unten rechts in dem Ordner jetzt, dass das Dokument hier erscheint. Das hatte ich vorher so angelegt. Man sollte jetzt grundsätzlich so vorgehen, dass wir diesem Dokument auch noch ein paar Zusatzinformationen mitgeben, und zwar als allererstes ein Sprachattribut. Das heißt, wir teilen dem Browser, den wir hier haben, auch mit, dass es sich um ein Dokument in deutscher Sprache handelt. Das machen wir auf diese Art und Weise, dass wir hier also hinschreiben, die Sprache, Language, kurz lang, gleich, in Anführungszeichen dann DE für Deutsch. Wir fügen jetzt hier nun zwei Blöcke ein. In einem HTML-Dokument, auch das hatte ich schon kurz angesprochen, finden wir verschiedene Blöcke. Wir hatten das in dem Beispieldokument schon gesehen. Der erste Block, den wir hier brauchen, ist zunächst einmal der Kopf des Dokuments. Auch hier gehen wir wieder so vor, dass wir zunächst einmal das Element öffnen, das heißt Head in diesem Fall, Head für den Kopf. Und das müssen wir natürlich auch wieder schließen. Und damit haben wir einen Head-Block angelegt, ein Head-Element angelegt innerhalb dieses Dokuments. Und wir sehen also, dass wir hier Blöcke ineinander schachteln, aber es können auch Blöcke hintereinander folgen. Ich mache ja mal meine Leerzeile hinein, einfach um das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Die Leerzeilen stören nicht. Die können wir so vergeben, wie wir wollen, um das Ganze gut lesbar zu haben. Und hier haben wir jetzt also einen Body. Ich mache auch hier noch einmal Leerzeilen rein, sodass wir hier jetzt gleich noch etwas einfügen können. In den Kopf kommen Metadaten hinein, also Daten, die etwas über das Dokument aussagen, die aber nicht im Browserfenster selber dargestellt werden. Der eigentliche Inhalt, der kommt dann in den Body hinein. Das werden wir also dann als nächstes machen. Zwischendurch sollten wir immer wieder mal das Dokument speichern. Das kann man entweder über die Menüs machen, Datei speichern unter oder File, Save As oder irgend so etwas. Oder einfach kürzer und einfacher ist das, indem man ein Tastenkürzel dafür verwendet. Das ist Steuerung S unter Windows bzw. Command S auf dem Mac. Das solltet ihr euch durchaus auch angewöhnen, mit diesen Tastenkürzeln zu machen. Das ist ganz hilfreich, geht einfach viel schneller, als immer auf die Menüs zuzugreifen. Steuerung S bzw. Command S für Speichern ist eins der wenigen Dinge, die wir brauchen. Einige weitere werden wir noch kennenlernen. Ist alles ein bisschen Gewöhnungssache, werdet ihr relativ schnell bemerken. Dann wollen wir als allererstes jetzt erstmal etwas Inhalt in den Rumpf hineingeben. Das heißt also etwas, was auf der Webseite erscheinen soll. Das machen wir, indem wir hier einen Absatz einfügen. Zunächst mal Absatz heißt auf Englisch Paragraph, wird hier kurz als P geschrieben. Und natürlich brauchen wir wieder das schließende Tag dazu. Das heißt, hier haben wir jetzt einen ersten Absatz. Ich mache hier wieder ein paar Leerzeilen drumherum, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Und hier hinein kommt jetzt der Inhalt unseres Dokuments. Da kann ich also jetzt etwas hineinschreiben. Ich habe das mal vorbereitet, sodass ich das hier einfach hinein kopieren kann. Mit Steuerung V habe ich das jetzt hier eingefügt, den Text, den ich vorher an anderer Stelle kopiert habe. Und damit habe ich jetzt also einen ersten Absatz in das Dokument geschrieben. Wir speichern dieses Dokument hier wieder noch einmal und nehmen jetzt diese Datei her und laden sie einfach mal in unseren Browser. Und dann sehen wir, dass auf dieser Webseite tatsächlich jetzt genau der Text steht, den wir hier hineingeschrieben haben, aber eben nur der Text selber. Die ganzen Steuerzeichen, die hier also in den spitzen Klammern stehen, erscheinen hier nicht. Soweit sieht das jetzt schon mal ganz gut aus, eigentlich wie ein richtiges Dokument, und es ist tatsächlich auch schon fast ein gültiges HTML-Dokument, aber ein kleines bisschen was fehlt noch. Es müssen nämlich bestimmte Angaben hier oben in dem Head, also hier in Zeile 4, wo wir im Moment sind, müssen bestimmte Dinge untergebracht werden. Und zwar muss da, ihr seht hier schon, jetzt wird eine Einrückung hier auch automatisch vorgenommen, netterweise, damit das eben ein bisschen übersichtlicher wird, alles oder übersichtlich bleibt. Und zwar muss hier unter anderem ein Titel drin stehen. Englisch für Titel ist natürlich Title, und wir sehen hier schon wieder die ergänzenden Vorschläge, die uns hier angeboten werden. Dann schreiben wir das schon mal hier hinein und machen gleich das schließende Title Tag mit dazu. Dann haben wir also schon mal einen Titel hier angegeben, und ihr seht, ich mache das ganz häufig so, dass ich das öffnende und das schließende Tag sofort hintereinander schreibe, also wenn ich ein öffnendes Tag schreibe, gleich das schließende dazu schreibe, damit man das hinterher nicht vergessen kann. Und dort hinein kommt jetzt der Titel unseres Dokuments. Ich nenne das jetzt einfach mal hier Beispieldokument, kein besonders spannender Titel zugegebenermaßen,
Den schreiben wir also jetzt hier hinein. Und wenn wir uns jetzt nochmal diese Struktur hier angucken, dann haben wir also dieses hier, nennt man ein HTML-Element. Das ganze Ding ist ein HTML-Element, genauso wie der ganze Body ein HTML-Element ist oder wie auch hier dieser Absatz ein HTML-Element ist. Das sind also verschiedenste Elemente. Unser Dokument besteht also aus lauter solchen Elementen, die ineinander geschachtelt sein können oder aufeinander folgen können. Hier haben wir also jetzt ein solches Element. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Das Element besteht grundsätzlich daraus, dass wir ein öffnendes Tag haben und dass wir ein schließendes Tag haben, das genauso heißt wie das öffnende Tag, nur eben davor den Schrägstrich hat. Und der Schrägstrich ist wichtig, denn der sagt, hier ist das Tag zu Ende, das Element zu Ende. Und zwischen das öffnende und das schließende Tag kommt der Inhalt des HTML-Elements. Also hier ist das der Titel, den wir hier hineinschreiben. Hier unten beispielsweise ist das der Absatz, den wir hineinschreiben. Und wir haben schon gesehen, was passiert, wenn wir den Absatz hier in einem Dokument haben. Dann wird er hier drüben angezeigt. Jetzt gucken wir uns noch an, was denn eigentlich passiert, wenn wir hier jetzt unser Dokument mit dem Beispiel, mit dem Titel jetzt hier haben. Wenn wir das hier noch einmal neu laden, dann scheint sich gar nichts verändert zu haben. Es ist hier vorne alles gleich geblieben und der Titel taucht in dem Dokument gar nicht auf. Warum nicht? Weil er eben Teil des Head ist. Und der Head ist etwas, was nicht im Dokument erscheint, sondern nur Angaben über das Dokument macht. Und wer genau hingesehen hat, der hat jetzt aber gesehen, dass hier oben in dem Tab, den wir hier haben, dass hier oben drauf jetzt steht, dass es sich hier um ein Beispieldokument handelt. Und warum das? Weil wir eben hier gerade den Titel vergeben haben. Das heißt, hier oben drin wird der Titel angezeigt. Das ist also eine zusätzliche Beschreibung, die dem Browser sagt oder uns als Benutzer natürlich auch sagt, wenn wir mehrere solche Seiten hier haben, wie hier zum Beispiel die Informatikseite der Uni Paderborn und hier eben unser Beispieldokument. Das können wir also hier dran erkennen. Und das ist etwas, was der Browser weiß, weil es eben hier im Titel angegeben ist. Das ist also schon mal das Erste, was wir machen müssen. Jetzt kommt noch was dazu, das machen wir hier vor üblicherweise, dass wir ein weiteres Tag hier angeben und dieses Tag heißt Meta, da wird es uns auch schon wieder vorgeschlagen. Und dort hinten dran schreiben wir jetzt wieder so etwas Ähnliches, wie wir das mit der Sprache hier oben schon gemacht haben. Hier geben wir aber jetzt nicht noch die Sprache an, die haben wir ja schon angegeben. Hier sagen wir noch, welche Zeichenkodierung wir verwenden. Wir erinnern uns an die Vorlesung zum Thema Textkodierung und da hatten wir gelernt, dass es sowas wie die ASCII-Kodierung und UTF-8 beispielsweise gibt und wir wollen hier in dieser Vorlesung immer UTF-8 verwenden und das müssen wir hier eben entsprechend auch mitteilen. Das heißt, hier sagen wir jetzt, dass wir ein Character Set, einen Zeichensatz verwenden wollen, der UTF-8 heißt. Wir erkennen hier wieder an diesen Farbigkeiten, dass diese Elemente irgendwie was anders sind als die blauen Elemente, die wir haben. Unsere Tags, die Tags sind blau und diese Dinge hier sehen irgendwie anders aus. Auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. UTF-8, ihr müsst auch darauf achten, dass ihr entsprechend hier unten im Browser sieht man das, dass hier auch UTF-8 steht, Entschuldigung, im Editor natürlich, sieht man das, dass hier auch UTF-8 steht. Das solltet ihr auch so einstellen in eurem Editor, dass also dieser Zeichensatz verwendet wird. So, jetzt haben wir also diese Zusatzangabe gemacht. Ich speichere das Dokument hier wieder, ich gehe wieder in den Browser hinüber, ich lade es wieder neu und ihr seht, es verändert sich gar nichts. Ja? Also, wir haben aber jetzt tatsächlich ein gültiges HTML-Dokument. Das ist unser allererstes gültiges HTML-Dokument, das wir jetzt erstellt haben. Warum habe ich diese Datei aber jetzt Vorlage.html genannt? Weil wir die eben genau als so etwas verwenden wollen, eben als eine Vorlage, die wir immer und immer wieder verwenden können, die wir also immer griffbereit haben sollten. Das heißt also, packt euch die in einen Ordner oder auf euren Desktop beispielsweise oder in den Wurzelordner, wo ihr alle Dokumente zu dieser Vorlesung hinpackt, damit ihr die immer griffbereit habt. Und wann immer wir jetzt ein neues HTML-Dokument erstellen wollen, nehmen wir uns diese vor. Dafür bearbeiten wir sie noch ein kleines bisschen nach. Wir nennen sie jetzt nicht mehr Beispieldokument, sondern wir nennen sie tatsächlich einfach Vorlage. Und wir schmeißen sogar noch diesen Absatz hier kurzerhand raus. Ich lasse nur mal die P-Tags hier stehen, aber den Text machen wir raus. Dann steht da gar nichts mehr drin. Das ist jetzt also unsere Vorlagedatei. Und wenn wir gleich irgendwann neue Dokumente erstellen wollen, müssen wir uns diesen ganzen Kladderadatsch hier oben gar nicht mehr merken, weil der schon da drinnen steht. Und deshalb müssen wir das auch nicht auswendig können. Auch für die Klausur muss man das nicht auswendig können. Wenn ich das Dokument jetzt natürlich im Browser hier nochmal lade, passiert hier natürlich Folgendes, dass hier oben jetzt Vorlage steht, ist ja unser Titel. Und das Dokument selber ist natürlich leer, weil wir ja nichts mehr da drin stehen haben. Das ist ein leerer Absatz, in dem Absatz steht ja nichts drin. Und damit haben wir jetzt unsere Vorlage fertig. Jetzt wollen wir uns allerdings an die Arbeit machen und wollen tatsächlich ein kleines bisschen was erzeugen. Und zwar möchte ich als allererstes uns mit ein paar
HTML-Elementen beschäftigen, nämlich Überschriften. Wir wollen uns erstmal angucken, wie können wir Überschriften erstellen. Dafür nehme ich mir diese Datei hierher und kopiere sie einmal. Das kann ich auch wieder über irgendwelche Menüs machen. Einfacher ist, die Datei zu selektieren, STRG C bzw. Command C zu drücken und dann einfach STRG V bzw. Command V und dann haben wir hier eine Vorlage Kopie erstellt. Die benenne ich jetzt einfach mal um in Überschriften. So, jetzt nehmen wir uns diese Datei vor. Ich lade die hier kurzerhand in meinen Editor hinein. Die Vorlage kann ich hier unten drüben schließen. Die brauchen wir für den Augenblick nicht mehr. Und dann gebe ich dir natürlich auch den entsprechenden Titel und sage, gut, die soll jetzt bitte schön auch hier Überschriften heißen. Und füge jetzt als allererstes eine erste Überschrift mal hier ein. P für Paragraph haben wir schon kennengelernt. Jetzt machen wir eine Überschrift. Eine Überschrift ist eine Heading. H für Heading. Ganz kurz, und weil es eine Überschrift erster Kategorie sein soll, man kann Überschriften nämlich nicht ineinander schachteln, aber sozusagen verschiedene Hierarchien können wir anlegen in unserem Dokument. Und das hier soll eine Überschrift erster Ordnung sein, deshalb ist das eine H1-Überschrift. Und das ist auch genau der Text, den ich da jetzt einmal hineinschreiben werde. Den habe ich mir wieder hier vorbereitet, damit ich hier nicht tippen muss und ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Eine Überschrift erster Ordnung. Wir speichern das Dokument. Wir nehmen es, ziehen es in unseren Browser hinein. Die Vorlage hier drüben können wir auch zumachen, die brauchen wir nicht mehr, für den Augenblick jedenfalls. Und sehen jetzt hier eine Überschrift erster Ordnung. Und ihr seht, dass die in einer bestimmten Schriftart, in einer bestimmten Schriftgröße gesetzt wird, dass sie fett gesetzt ist. Das ist etwas, was der Browser automatisch macht. Da haben wir zunächst mal jedenfalls, oder nehmen wir zunächst mal keinen Einfluss drauf. Wir werden in der nächsten Woche sehen, dass wir tatsächlich Einfluss darauf nehmen können. Aber im Augenblick wollen wir das einfach mal so lassen, wie es ist. Wie gesagt, das muss man nicht schön finden, aber so lassen wir das für den Augenblick erst einmal. Wir können jetzt weitere Überschriften anlegen. Es gibt also, wie schon gesagt, Überschriften verschiedener Ordnung und ich mache das einfach so, dass ich das hier kopiere. Auch da wieder kann man mit STRG bzw. Command C und STRG bzw. Command V arbeiten. Und jetzt machen wir hier draus einfach mal eine Überschrift zweiter Ordnung und dann schreiben wir das hier auch entsprechend hinein und gucken uns einmal an, wie das aussieht. Wieder speichern, hier drüben wieder neu laden und dann sehen wir, wie jetzt eine Überschrift zweiter Ordnung deutlich kleiner ist, immer noch größer als normaler Text, den wir ja eben schon gesehen haben, aber deutlich kleiner und immer noch fett. Und so wird also normalerweise vom Browser eine Überschrift zweiter Ordnung dargestellt. Das können wir noch weiter treiben. Wir können uns noch eine Überschrift dritter Ordnung angucken. Hier, das machen wir noch gerade. Das ist H3, heißt sie dann natürlich. Und dann schreiben wir hier auch rein dritter Ordnung, damit man das auch auseinanderhalten kann da drüben im Dokument. Und hier müssen wir natürlich wieder dran denken, auch das schließende Tag passend zu ändern. Wieder speichern, neu laden. Und jetzt sehen wir, dass die Überschrift dritter Ordnung noch mal ein kleines bisschen kleiner ist, aber immer noch fett und immer noch größer als normale Schrift. Auf die Art und Weise kann man jetzt weitermachen. Es gibt noch Überschriften vierter, fünfter und sechster Ordnung. Sechs Ordnungen gibt es insgesamt. Meistens kommt man mit dreien hin. Wie viel mehr braucht man üblicherweise nicht. Aber manchmal braucht man vielleicht auch mehr und wir haben sie zur Verfügung. So, jetzt besteht so ein Dokument natürlich sinnvollerweise nicht nur aus Überschriften, sondern vielleicht auch nochmal aus ein bisschen Text. Und dann fügen wir hier jetzt einfach mal etwas Text ein. Ich packe den einfach hier mal unter die zweite Überschrift beispielsweise drunter. Habe ich wieder etwas vorbereitet, wie ihr seht. Da haben wir jetzt wieder einen Absatz, den wir hier drinnen haben. Das ist wieder ein öffnendes P-Tag, da hinten das schließende P-Tag dazu. Und das heißt, hier haben wir jetzt also unseren kompletten Absatz, unser HTML-Element für einen Paragraph. Und der hat eben wieder einen Inhalt und in dem Inhalt seht ihr eben einiges an Text. Und innerhalb des Inhalts seht ihr aber auch, hier kommen nochmal weitere HTML-Tags vor. Das heißt also, hier haben wir durchaus nochmal Dinge hineingeschachtelt. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Wir speichern das, wir laden das hier drüben wieder neu und sehen jetzt hier drüben, dass diese Schrift hier jetzt, dass wir hier diesen Absatz haben. Wir sehen also, der ist deutlich kleiner als der Text, den wir bislang geschrieben haben. Und wir sehen eben, dass hier drin etwas kursiv gesetzt ist. Das ist genau das EM. EM steht für betont und in diesem Fall betont heißt also, wird also standardmäßig dargestellt als kursiv. Und strong für starke Betonung wird eben üblicherweise erst einmal von den Browsern als fette Schrift dargestellt. Das sehen wir hier. Diese Möglichkeiten haben wir hier also. Was man hier ineinander schachteln darf, dafür gibt es bestimmte Regeln. Die werden wir hier nicht alle im Detail behandeln. Wir werden einiges davon kennenlernen. Hier, wie gesagt, haben wir das EM, das Strong-Element und die können auf jeden Fall schon mal hier eingesetzt werden. Die kann man also hier verwenden. Auch hier, wie gesagt, die Struktur wieder, das öffnende Tag, das schließende Tag, entsprechend bei dem Strong hier auch das öffnende und das schließende Tag. Und dazwischen haben wir das
den Inhalt dieses Elements, dieses HTML-Elements stehen. Und das ist das, worauf sich also diese Steuerzeichen, die wir hier drumherum haben, diese Tags, worauf sich die beziehen. Jetzt, wenn wir aber genauer hingucken, sehen wir, es gibt hier zwei Ausnahmen tatsächlich. Es gibt nämlich einige Tags, die kein schließendes Tag besitzen und auch keinen Inhalt besitzen. Und das ist zum Beispiel hier dieses BR-Tag. BR steht für Break oder Line Break, etwas ausführlicher gesprochen. Und das sorgt dafür, wie wir das hier drüben sehen, dass hier ein Zeilenumbruch stattfindet. Normalerweise würde hier der Umbruch so erfolgen, sodass der Text in den Browser passt. Wir müssen uns also um Zeilenumbrüche normalerweise keine Gedanken machen, sondern das wird automatisch vom Browser erledigt. Wenn das Fenster schmaler ist, wird der Text entsprechend anders umgebrochen. Wenn das Fenster breiter ist, natürlich auch. Wir können aber manuell Zeilenumbrüche einfügen. Das sollte man eher selten machen. Das ist ein Hilfsmittel, das man normalerweise nicht braucht. Manchmal braucht man es aber dann eben doch, weil für bestimmte Dinge. Hier ist es nur mal zur Dokumentation drin. Hier machen wir also einen Zeilenumbruch. Ein Zeilenumbruch ist tatsächlich etwas anders als ein Absatz. Wir sehen ja, dass der Zeilenumbruch hier innerhalb des Absatzes ist. Ich kann einfach mal diesen kompletten Absatz, den wir hier haben, den nehme ich nochmal her und füge den noch einmal hier unten und drunter an. Dann haben wir nochmal denselben Text da stehen. Ist jetzt nicht sehr spannend. So. Und dann sehen wir hier, dass zwischen den Absätzen etwas Platz gelassen wird. Auch das wieder ist die Voreinstellung, wie der Browser sie vornimmt. Auch darauf können wir noch Einfluss nehmen. Während bei einem Line Break aber gar kein Abstand hier gemacht wird zwischen den beiden Zeilen hier, sondern nur zwischen Absätzen wird ein Unterschied gemacht. Normalerweise, wie gesagt, sollte man versuchen, möglichst viel mit Absätzen zu arbeiten und weniger mit Line Breaks zu arbeiten. Ihr seht hier auch, dass ich hier immer noch zwischendurch Leerzeilen lasse. Das ist, wie gesagt, nur dafür, dass wir dieses Dokument, also dass das in unserem Editor hier schön übersichtlich bleibt, weil wir ja alles von Hand kodieren. Was wir an dem BR-Tag hier also sehen, ist, das hat kein schließendes Tag. Das sind einige Ausnahmen, die müssen wir leider irgendwie dann erlernen. Das sind aber eine Handvoll von Elementen, nur bei denen uns das hier begegnen wird. Es gibt mehr davon in HTML, aber die, die wir uns angucken werden, werden nur eine Handvoll sein. Es gibt also kein schließendes BR-Tag, was also Spitze Klammer auf, Schrägstrich BR, Spitze Klammer zu wäre. Das haben wir hier nicht, sondern das BR-Tag steht alleine. Warum sollte so ein Element auch einen Inhalt haben? Es ist ja nur ein Zeilenumbruch, da kommt ja kein Inhalt hinein. Wenn wir jetzt ganz genau hingucken, sehen wir, dass wir hier oben tatsächlich genau das Gleiche haben. Auch das Meta-Tag hat keinen Inhalt, aber trotzdem steht da ja noch irgendwas dran. Es gibt ja kein schließendes Meta-Tag dazu. Haben wir hier oben auch nicht. Das würden wir normalerweise hier erwarten und dann würde Inhalt dazwischen stehen. So wie bei dem Title ja auch. Macht man aber bei dem Meta-Tag nicht. Aus irgendwelchen Gründen haben sich die Entwickler dafür entschieden, das anders zu machen. Und was wir hier sehen, ist aber etwas, dass wir diese Zusatzangaben über ein sogenanntes Attribut vornehmen. Das ist eine Besonderheit, die uns später noch wieder begegnen wird. Das Attribut oder ein solches Attribut bezieht sich immer auf das Element, an dem es steht. Also in diesem Fall heißt das, dieses Attribut bezieht sich auf das Meta-Tag und dieses Attribut besteht immer, die Struktur wird uns immer wieder begegnen, werden wir uns noch genauer angucken. Wir sehen sie hier oben tatsächlich auch schon einmal. Einmal aus einem Attribut Namen, der ist in diesem Fall Carset, in diesem Fall ist er lang. Dann kommt ein Gleichheitszeichen, dann kommen Anführungszeichen und dann kommt der Wert des Attributs und dann kommen schließende Anführungszeichen. Hier oben, wie gesagt, haben wir genau die gleiche Struktur und ihr seht, dass unser Editor, mein Editor hier zumindest, immer den Attribut Namen in lila setzt und dann den Attribut Wert in grün. Zusammen mit dem Gleichheitszeichen und den Anführungszeichen, sodass man das eben ganz gut erkennen kann, wo wir hier Attribute haben. So, und damit haben wir jetzt schon die Grundstruktur eines solchen HTML-Dokuments kennengelernt. Das Allerwichtigste haben wir. Wir haben Überschriften, wir haben einen Absatz, kennen die grobe Struktur, was alles hineingehört. Der Head, der Body gehört hinein, wir haben das Meta-Tag und wir haben das Title-Tag. Wir wollen uns allerdings noch ein bisschen mehr angucken, nämlich noch weitere Strukturelemente, also Elemente, mit denen wir unser Dokument hier gliedern können. Das mag jetzt für den Anfang ein bisschen komisch aussehen, weil wir noch gar nicht so richtig sehen, wofür wir die brauchen werden, aber das wird später noch deutlich werden. Guckt auch dafür nochmal als Vergleich in den Nachbau, meinen Nachbau von der Tagesschau-Webseite zu Beginn dieses Videos bzw. im letzten Video an. Auch da werdet ihr diese Strukturelemente wiederfinden und wir werden noch sehen, dass die uns sehr nützlich sein können. Ich fertige dazu zunächst noch einmal eine Kopie von unserer Vorlage an und benenne die um in Beispieldokument. Die lade ich dann wieder in unseren Editor hinein. Das Überschriftending können wir hier mal zumachen, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt bearbeiten wir also unser Beispieldokument. Ich benenne das Ding wieder um in Beispieldokument in diesem Fall. Das soll wieder der Titel sein. Und wir sehen halt, dass wir uns einiges an Tipparbeit ja jetzt hiermit schon gespart haben.
Und jetzt wollen wir hier einiges an Text hineinschreiben. Dafür entfernen wir zunächst mal hier diesen Absatz, den brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht. Und als allererstes möchte ich hier einmal eine Überschrift einfügen, eine Überschrift vom Typ H1, also erster Kategorie. Da mache ich wieder das schließende HTML-Tag dazu. Dann haben wir also hier schon mal unsere Überschrift. Und jetzt wollen wir als nächstes einen Absatz hier einfügen. Dann mache ich erstmal schon mal wieder das öffnende und das schließende Tag. Und hier hineinschreibe ich jetzt unseren Absatz. Das ist zunächst einmal ein bisschen Text, den wir hier hineingeschrieben haben. Das können wir uns jetzt wieder mal hier angucken. Und dann sehen wir, dass dieses Dokument so aussieht. Bis auf diesen Tippfehler ist das soweit auch okay. So, jetzt gehen wir weiter vor und wollen jetzt als nächstes eine Überschrift zweiter Ordnung mit noch zwei weiteren Absätzen einfügen. Das habe ich wieder vorbereitet, damit ihr mir jetzt nicht die ganze Zeit hier beim Tippen zugucken müsst. Das ist nämlich gar nicht so spannend. Und dafür kopiere ich jetzt also zunächst einmal mir etwas von dem Text hier hinein. Das ist die Überschrift mit einem Absatz. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Absatz, den ich da unten mit einfügen möchte. Auch den kopiere ich mir gerade mal hier heraus und füge den hier ein. So, das Dokument können wir hier drüben wieder neu laden. Und dann sehen wir eben eine ganz einfache HTML-Seite. Nicht schön, aber sie funktioniert. Und wenn wir hier draufklicken, dann kommen wir eben auf das HTML-Handbuch, das ich hier verlinkt habe. Soll uns aber im Augenblick gar nicht interessieren. Und hier haben wir also jetzt unser Dokument so stehen. Soweit, so gut. Dieses Dokument hat aber ja vielleicht ein bisschen was an Struktur. Und das wird, wie gesagt, vor allem dann interessant, wenn unsere Dokumente komplexer werden. Also hier ist das jetzt etwas Overkill, was ich hier mache. Aber ich füge es trotzdem hier ein. Und zwar, was ich gerne machen möchte, ist Folgendes. Ich füge hier einen Artikel ein. Das ist ein solches Strukturelement, Artikel. Damit sage ich also jetzt, hier handelt es sich um einen Artikel. Und den muss ich natürlich auch schließen. Und dieses ganze Ding zusammen, das soll jetzt der Artikel sein. Und dann muss ich hier natürlich den Schrägstrich davor setzen, weil das ja das schließende Element ist. Das heißt also, ich habe hier jetzt ein neues HTML-Element eingefügt, Artikel. Und das umfasst meinen kompletten Text in diesem Fall. Wenn man den ganzen Text als einen Artikel setzt, ist das eigentlich nicht sinnvoll. Aber wenn wir mehrere Artikel hätten, denkt nochmal an meinen Nachbau der Tagesschau-Webseite zurück und guckt da nochmal in den Quelltext, dann werdet ihr sehen, dass ich das da ganz ähnlich gemacht habe, um eben genau die einzelnen Artikel, die man da drinnen hatte, voneinander abzugrenzen. Wenn wir uns das jetzt hier drüben im Browser angucken, wir speichern das, wir laden das hier neu, dann sehen wir, es hat sich praktisch nichts geändert. Irgendwas ist da gerade ein bisschen verrutscht, aber ansonsten hat sich nichts geändert. Das heißt, dieser Artikel ist eigentlich gar nicht wirklich sichtbar. Das ist also zunächst einmal ein Element, was uns nur hilft, hier die Struktur besser zu sehen. Und jetzt sehen wir aber auch, dass die Struktur irgendwie gar nicht so gut zu erkennen ist. Was wir jetzt aber machen können, ist Folgendes. Wir können nämlich einmal jetzt diesen ganzen Text hier hernehmen. Das geht zumindest in diesem Editor. Ich schneide ihn aus, Steuerung X oder Command X ist das dann, und füge ihn nochmal erneut ein. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass hier ganz hübsche Einrückungen vorgenommen worden sind. Na, halbwegs hübsche zumindest, noch nicht so ganz hübsch. Noch besser ist, wenn wir dasselbe Spiel hier drin nochmal wiederholen. Auch hier schneide ich nochmal aus, füge wieder ein. So, und jetzt haben wir eine ganz hübsch eingerückte Struktur. Wir sehen jetzt also hier, dass hier der Artikel beginnt und hier endet er wieder. Und durch die Einrückung können wir das sehr gut erkennen. Und alles, was hier drinnen steht, ist eben Bestandteil dieses Artikels, den wir hier haben. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, sodass man das auch hier wieder erkennen kann. Speichern wieder, hier drüben neu laden und wie gesagt, es ändert sich nichts daran. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr Struktur hier hineinbringen. Und zwar möchte ich gerne eigentlich, dass dieser Teil hier mit der zweiten Überschrift und diesem einen Absatz, der hier drunter steht, der soll in einer Unterstruktur drinnen stehen. Der soll in einer Sektion sein, in einem Abschnitt sein. Und dafür kann ich hier ein weiteres Element einfügen. Und dieses Element nennt sich Section. Das kann ich jetzt hier auch einfach einfügen. Ich gehe hier wieder einfach hin. Und dann sehen wir schon, dass die Einrückung beibehalten wird, wenn ich das so mache. Füge ich also hier eine Section ein und nehme die Zeile einmal weg und jetzt wollen wir, dass die Section natürlich irgendwo wieder endet. Das heißt, hier muss ich das schließende Section Tag einfügen. Und jetzt sehen wir, dass diese Einrückung hier gerade komisch geworden ist. Das liegt daran, weil er von hier aus wieder ausrückt, der Editor. Und daher nehmen wir hier noch einmal den hinteren Teil der Section her, fügen ihn wieder ein und jetzt haben wir auch da eine vernünftige Einrückung. Das speichern wir wieder, laden das hier drüben wieder neu und wie gesagt, es hat sich wieder nichts verändert. Ein ausführliches Beispiel für diese Strukturen werden wir noch in einem weiteren Video sehen. Das gucken wir uns dann noch an und dann wird das auch ein bisschen mehr Sinn ergeben, was wir hier machen. Wir erkennen aber, wie gesagt, hier schon mal oder wir können hier drin eben jetzt eine Struktur, eine recht komplexe Struktur beschreiben, auch wenn wir das hier drüben noch nicht wiedersehen. Auch diese Elemente können wir aber später für das Layout verwenden.
Darauf kommen wir aber dann erst in der nächsten Woche zu sprechen, wenn wir uns um das Layout kümmern. Damit möchte ich jetzt einmal kurz rekapitulieren, was wir bislang gesehen haben. Wir haben gesehen, dass es eine ganze Reihe von Grundregeln für HTML-Dateien gibt. HTML-Dateien bestehen immer aus HTML-Elementen. Diese HTML-Elemente werden durch sogenannte Tags markiert und diese Tags sind immer diese Elemente, die in spitzen Klammern stehen. HTML-Elemente besitzen meistens, nicht immer, aber meistens einen Inhalt. Wir denken zum Beispiel zurück an das Head-Element, das etliche andere Elemente enthält. Oder an das Body-Element, das auch etliche andere Elemente enthält. Aber zum Beispiel auch an das H1-Element, in dem nur ein Text steht. Alles, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag steht, das schließende Tag ist immer das mit dem Schrägstrich davor, ist der Inhalt des Tags. Im Fall des Body-Tags enthält dieses selber erst einmal gar keinen Text, sondern vielmehr ganz viele andere Elemente. Diese enthalten dann vielleicht Text oder auch wiederum weitere Elemente. Wir werden auch noch sehen, dass einige wenige Elemente keinen Inhalt besitzen. Bislang haben wir nur das Meta-Tag und das BR-Tag kennengelernt, bei denen das so ist. Wir werden später noch ein weiteres kennenlernen, das ebenfalls keinen Inhalt besitzt. HTML-Elemente können mit Attributen versehen werden. Wir haben das bislang schon an dem Meta-Tag und dem HTML-Tag gesehen. Letzteres mit dem Sprachattribut. Auch da werden wir noch weitere Beispiele sehen, wo Attribute für Tags sehr wichtig sind. Tatsächlich haben wir schon ein weiteres Beispiel gesehen, nämlich das A-Attribut für den Anker, aber das gucken wir uns gleich noch ausführlicher an. Diese Attribute werden immer an das öffnende Tag geschrieben. Sie stehen nie an dem schließenden Tag. Schaut euch das Video daraufhin noch einmal genau an. Es kann ein einzelnes Attribut an ein Tag vergeben werden, es können aber auch mehrere Attribute sein. Wir hatten hier bislang immer nur ein Attribut. Solche Attribute sehen dann immer so aus, dass zunächst der Attributname angegeben wird, dann folgt ein Gleichheitszeichen, es folgt ein Anführungszeichen, dann der Attributwert und schließlich ein weiteres Anführungszeichen. Wichtig ist bei diesen Anführungszeichen, dass hier immer die geraden Anführungszeichen verwendet werden, die man auf den meisten deutschen Tastaturen auf der Taste mit der 2 oberhalb von dieser findet. Es dürfen auf keinen Fall typografische Anführungszeichen verwendet werden, also solche, bei denen sich öffnende und schließende unterscheiden und die einen unten, die anderen oben stehen oder irgend so etwas. Ich empfehle dringend, hier immer die genannten doppelten Anführungszeichen zu verwenden. Auch einfache Anführungszeichen sind erlaubt, aber das wird später zur Verwirrung führen, wenn wir JavaScript behandeln. Daher mein Rat, immer die doppelten Anführungszeichen. Das schließende Tag heißt immer genauso wie das öffnende Tag. Wenn wir also ein H1-Element haben, verwenden wir in beiden Tags H1, aber vor dem schließenden Tag steht der Schrägstrich. Dieser kennzeichnet, hier ist das Element von eben zu Ende. Die meisten HTML-Elemente können ineinander geschachtelt werden. Es gibt gewisse Regeln, was wo erlaubt ist und was nicht. Das werden wir im Einzelfall noch sehen. Da schauen wir uns das immer im Einzelfall an, weil man dafür keine ganz allgemeinen Regeln aufstellen kann. Wir hatten dann noch Strukturelemente kennengelernt, mit denen man Abschnitte markieren kann. Wir hatten gerade Section und Article gesehen, die zwei solcher Strukturierungsmittel sind, die man mehr oder weniger nach Belieben verwenden kann. Es gibt noch zwei weitere. Das eine ist ein Aside, das ist so etwas wie eine Nebenbemerkung. So etwas kann man beispielsweise für eine Fußnote nutzen oder auch für eine Infobox mit zusätzlichen Informationen zu dem eigentlichen Inhalt der Webseite. Es gibt keine feste Semantik dafür, was sich hinter einem Aside verbirgt, und so bleibt es uns überlassen, wie wir das vernünftig verwenden. Wir sollten alle diese Strukturelemente immer für uns selber so verwenden, dass es für uns irgendeinen Sinn ergibt. Richtig und falsch für die Art der Verwendung gibt es hier nicht. Außerdem gibt es noch einen Nav-Abschnitt. Dieser ist für eine Navigation gedacht. Wenn man oben auf einer Webseite eine Menüzeile oder eine Toolbar hat, über die man auf andere Bereiche der Webseite verweisen möchte, würde man dies typischerweise in ein solches Nav-Element setzen. Schaut beispielsweise einmal in den oberen Teil der Uni-Homepage, wo ihr gleich erkennen könnt, wo man das sinnvollerweise nutzen könnte. Wir werden uns das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal genauer anschauen. Jeder dieser Abschnitte kann weitere Strukturelemente enthalten. Neben denen, die wir schon kennengelernt haben, gibt es noch den Header und den Footer. In einen Header würde man immer das packen, was nicht zum eigentlichen Inhalt gehört, sondern davor stehen soll. In einen Footer hingegen das, was unter den Inhalt kommt. Das könnte zum Beispiel so etwas wie ein Impressum sein. Dazu würde ich dann, sicherlich außerhalb des Artikels in diesem Fall, weil das Impressum für die gesamte Webseite gelten soll, deshalb würde ich das logischerweise also hier einfügen, würde also ein Footer-Element. Das muss ich wieder schließen natürlich. Da haben wir es schon. Und dann würde ich hier meine Impressumsangaben hineinschreiben, eben zum Beispiel erstellt von Harald. Das speichern wir, dann zeigen wir das hier drüben wieder an mit Neuladen. Und wir sehen natürlich, irgendwie sieht das nicht schön aus, ne? Weil das jetzt so aussieht wie ganz normaler Text, das ist nicht abgesetzt vom Text. Aber um das Layout, wie gesagt, kümmern wir uns später noch und dann werden wir sehen, warum sowas durchaus sinnvoll ist. Damit sind wir dann auch schon mit den elementaren Grundlagen von HTML fertig. Ganz vieles haben wir noch nicht kennengelernt. Ein bisschen was kommt noch, nämlich als allernächstes zum Beispiel, wie wir mit so etwas wie Links umgehen, also Verweisen auf andere Webseiten, wie man Bilder verwenden kann und noch ein paar Dinge mehr. Alles das wird es dann im nächsten Video geben, das ihr auch schon hier finden könnt. Das war es für diesen Augenblick, also mit den Grundlagen von HTML. Tschüss, bis zum nächsten Video.